Servus Leute. Ey, ich habe schon ewig nichts mehr hochgeladen. Immer der gleiche Satz bei mir am Anfang. Ist egal. Jedenfalls wollte ich euch heute mal wieder ein bisschen mitnehmen. Und zwar einen von meinen Spaßpanzern vorstellen hier. Den AMX 1357. Das ist die Nähmaschine schlechthin. Und ja, das ist ein kleiner Tipp. Wenn ihr die Möglichkeit habt, an den ranzukommen, holt ihn euch. Wenn ihr mal keinen Bock mehr aufs Spiel habt oder wenn ihr ein bisschen gefrustet seid, dann ist das genau der richtige. Neben dem T34 auf Stufe 5 ist auch ein geiler Spaßpanzer, aber der macht auch richtig Spaß. Ich denke, ich komme da raus, wo man eigentlich auch nicht rauskommen will, in einem Light auf Paris, aber ich muss sagen, es war eine lustige Runde, einfach nur lustig. Ich bin der inkompetenteste Leitfahrer, den es gibt. Aber auch ich habe manchmal ein, zwei gute Runden. Vor allem in dieser Nähmaschine. Und Paris ist halt irgendwie. Naja. Egal. Schaut es euch an. Ich finde es recht witzig, die Runde. Danach denke ich, hänge ich auch noch ein Replay dran. Das ist nicht ganz so für Damage-Geier, die da immer drauf gucken, so interessant. Aber es ist auch eine lustige Runde gewesen. Ich glaube, ich lade beide Runden auch in den. Sonntags in World of Tanks. Ich weiß nicht, was den geritten hat. Ich glaube, der hat Tabletten genommen. Hut-Tabletten. Ist einfach geil, das Teil. Es hat 8 Schuss. Hey, wenn du da die Leute überraschen kannst, dann drückst du den 7, 8 Schuss ins. Jetzt muss ich jugendfrei bleiben. In den Hintern. Das macht einfach Spaß. Es wird noch lustig, pass mal auf. Ist einfach nur gaga das Teil. Mal ein Schlückchen Kaffee, wir sind ja eh auch auf dem, wisst ja Bescheid, auf dem Kaffeekanal. Ich werde mal zeigen da drüben, wo. Ist einfach lustig. Wisst ihr, was ich meine? Das ist dieses Bam Bam. Da habe ich gelacht und wäre ich fast umgekippt. Dann hatte ich noch ein bisschen Bock. Habe überlegt, komm, wir farmen noch einmal hier. Geht doch bestimmt noch mal so auf hier. Manchmal trollt dich die Kanone halt, aber gut, irgendwie müssen sie dieses Teil ja auch ein bisschen balancen. Also. Mit Type 62 ist noch ein guter Spieler gewesen. Mit dem haben wir bis zum Schluss Spaß. Jeder Durchschlag, ich schieße dem nur Gold only. Wenn, dann soll es Spaß machen. Ist 200 fast. Die Schussgeschwindigkeit 1500. Wenn ich den auspacke, dann will ich Spaß haben. Da wird nicht gegeizt, da wird nicht normal geschossen, da wird immer schön Premium geholzt. Und danach hat man wieder richtig Bock auf dieses Spiel. Richtig Bock. Und der nächste Patient ist halt auch auf der Stufe immer lustig, die fahren halt vor die Flinte. Ne? Wäre jetzt auch nicht so unbedingt tragisch, wenn du nur einen Schuss drin hättest. Ich habe verdammte 8 Stück im Magazin. Und das ist schon witzig. Ich gewusst, rechts steht nicht mehr viel. Fahre ich durch. Der nächste Patient. 3, 4, 5 und tschüss. Einfach nur geil. Ich stelle mir dann immer, wisst ihr, wie ich mir das immer vorstelle, wenn ich so 6, 7, 8 Schüsse drücke, ich stelle mir immer die Gesichter vor. Wisst ihr, was ich meine? Und dann wird es doppelt lustig.
Ja gut, zwei Klicker noch, gell? Jetzt wollte ich mir die Klicker schnell holen. Ich weiß, gegen eine bessere AD wäre es wahrscheinlich hier nach hinten losgegangen. Aber ich hatte noch genug HP, um den Schuss zu vertragen. Als fiel mir ein, man ist ja schon ein bisschen älter, ne? Hier, seht ihr das? Gibt noch eine AT. Wusste es doch. Gut, ich hatte auch erst einen Kaffee-Intus, also von dem her. Und da habe ich vermutet, weil die AT meistens auf A0 steht, dass er auch da steht. 3, 4, 5, 5 Schuss gebraucht. Das ist einfach nur geil. Das ist einfach nur eine Scheiße mit dem Ding. Okay, ich glaube, das war's, ne? 2, 3, ich hatte aber am Schluss. Ich am Schluss. Ich habe 1, 2 Blinds getroffen. Irgendwas mit 2, 6, 2, 5. War kein Panzerass, weil mit diesem Teil haben viele gute Spieler sehr gute Runden, weil es einfach nur Spaß macht. Okay, wir hüpfen gleich ins nächste Spiel. Ist auch ganz witzig. Und ich mache mal hier einen Cut. Ne? Also. So. Und hier sind wir beim zweiten Spiel. Es war Flugplatz. Das war auch eine witzige Runde. Ich denke mal, ich lade die zwei Dinger hoch. Diese zwei Spiele. Das Vorgängerspiel auf Paris war ja geil. Das ist aber auch ganz nett hier. Flugplatz. Kennt ihr ja die Karte. Vorsichtig sein beim Pushen. Ja, hatten wir auch zwei Klicker. Von dem her. In der Regel ist der, wo vorpusht, sagen wir mal, doch relativ schnell tot. Gut, ich bin leid unterwegs. Eben in der 1357, wie der geschätzte Kenner der Tanks weiß, dass es ein Light ist, bin ich relativ flexibel, da relativ schnell und 8 Schuss im Magazin und viel Spaß. Wenn euch dieser ganze Content ein bisschen gefällt, würde mich über einen Daumen hoch übrigens freuen. Momentan lade ich immer ein bisschen nicht hoch. Wenn man, wisst ihr, es ist immer oft so, wenn man nicht so Lust hat, dann macht man es auch nicht gut. Ne? Dann macht man es auch nicht so unbedingt gerne. Ich habe viel gehabt, lieber jetzt noch. Aber das Daumen hoch würde mich ein bisschen supporten, motivieren. Ihr könnt mich auch anderweitig supporten, wie ihr wollt. Oder ihr könnt einfach nur sagen, hey, war lustig. Daumen hoch. Typische Jodeljochen. Haben wir gleich mal einen mitgegeben. Nur noch kurz verabschiedet. Ihr könnt meine Videos auch gerne teilen, meine ich und so, ne? Ja, was macht man mit der Nähmaschine? Stufe 8 ist schon ein bisschen schwieriger. Ich habe immer noch ein bisschen abgewartet. Ich wollte wissen, wo die IS-3 und die ganzen Burschen sind. Komet ist schon mal drüben. Also, da hätte ich eigentlich keinen Bock. FV, Borask, das nenne ich mal Baguette. IS-3. Das ist oft mein Problem. Ich habe nicht so die Geduld. Darum bin ich ein beschissener Leitfahrer. Erstens weiß ich die Position oft nicht und zweitens habe ich überhaupt keine Geduld. Und dann platze ich immer relativ schnell. Und diesmal habe ich ein bisschen abgewartet. Ne? Also, diesmal habe ich ein bisschen geschaut. Guck mal, FV ist der andere Achter. Obacht. Es macht halt Spaß, in dem auf die Gelegenheit zu warten. Ne? Ihr wisst, was ich meine. 8 Schuss, Gelegenheit. Ich habe gedacht, ich stelle mich im Busch. Eine Runde Buschen. Das machen immer Lights, ne? Die stellen sich immer im Busch. Einen besonderen Privatkrieg mit dem FV. Das Ende wird lustig. Gut, Tiger 1 war auch drüben, Spaghetti ist drüben, die andere Nähmaschine ist drüben. 200er Durchschlag, kein Problem seitlich. Jetzt
habe ich noch, wie viel habe ich noch drin? 5 Schuss. Und da ich immer den vollen Spaß will, mache ich bei 5 Schuss auch schon wieder Reload. Ich will ja, wenn will ich Spaß haben im Teil. Und dann will ich ihm 7, 8 Schüsse in den Arsch drücken, sozusagen. Oder in die Seite. Seite nehme ich auch gerne. Ich war immer noch dabei, die Lage zu sondieren. IS-3 stand auch rechts. Aber habe ich schon gesehen. Und ich habe immer noch analysiert. Analysiert. Und analysiert und gesagt, weg hier. Und Glück haben. Und dann hatte ich eine Fantasie. Ich hatte eine Fantasie. Und in dieser Fantasie bin ich von hinten, wie, oh, das klingt jetzt komisch, hinten gekommen und habe den Karo vernascht. Es klang jetzt ein bisschen merkwürdig, aber ihr wisst ja, was ich meine. Und die Fantasien soll man verwirklichen, ne? 1, 2. Oh! 3, 4. Oh, er kotzt, er kotzt, er kotzt, er kotzt. Und jetzt macht er aus! Nein, nein. Gleich wieder den vollen Clip laden. Was habe ich denn dafür bezahlt für das Ding? Ach, keine Ahnung. Über Geld spricht man nicht. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt. Ich fahre den nur Premium Only. Dem will ich einfach nur Spaß haben. Oh, hallo. Klicker Nummer 1. Er war auf dem Auslöser. Ich habe es gewusst. Gleich wieder nachladen. Ich will die volle Spaßdröhnung. Panther hat bestimmt gedacht, meine Fresse, den will ich auch haben, den Tank. Wahrscheinlich hat er ein bisschen Probleme. Oh, noch einer. Und der nächste Patient. Und der nächste. Gleich nachladen. Zack. Aber ich glaube, von dem habe ich nichts mehr abgekriegt. Ja, ist richtig gut drauf. Seht ihr mal, das hebt die Stimmung mit dem Ding. Und ich glaube, ich werde jetzt gleich noch. Ich bin halt kein Russe, ich kann nicht aus der Fahrt schießen. Oh yeah. Dann war ich voll eskaliert. Ich habe dann in die Luft geschossen. Egal. Okay, ich glaube, ich fahre noch eine Runde T34. Ah, da habe ich auch ein paar. Das heißt ein paar, ich glaube, ja, ich habe da aber auch was auf dem Kanal über den. Der macht auch viel Spaß. Ist halt Stufe 5. Auch ganz witzig. Ne? Ja, das soll es gewesen sein. Ich wollte mal wieder so einen richtig schönen Spaßpanzer vorstellen. Den würde ich euch dringend ans Herz legen. Holt euch den, wenn es irgendwie geht. Okay, einen himmlischen Sonntag euch. Und jo, Daumen hoch, wenn ihr wollt. Daumen runter, wenn ihr wollt. Egal, teilt meine Videos. Und jo, die Tage lade ich wieder was hoch. Macht's gut und bleibt gesund vor allem. Ciao, ciao.